Guten Tag zusammen, willkommen zurück bei meinen Alpha 11 Patch Notes. Wir sind, naja, in der Special Directors Fassung. Jetzt sind wir schon in Folge 4 und ich denke mal, es gibt auch noch eine Folge 5. Ich habe schon mal ein bisschen in den Patch Notes weitergelesen. Wir sind eigentlich aus den Neuanschaffungen so ein bisschen raus. Das Einzige, was noch neu ist, dass die Hunde, die man ja leider findet, dass die auch aufgeben können. Das heißt, habt ihr die nicht verletzt? Haben die euch nicht verletzt? Das ist wichtig. Also, die dürfen euch nicht verletzt haben und ihr dürft denen auch nichts angetan haben. Dann verfolgen sie euch 20 Sekunden und geben dann auf. Das gilt übrigens nicht für Hunde aus den Horden heraus. Also, wenn ihr eine Horde habt mit Hunden, die verfolgen euch weiter, bis das Blut spritzt, auf gut Deutsch gesagt. Also, da habt ihr gar keine Chance. So habe ich es zumindest verstanden und gelesen. So sieht das auf jeden Fall aus. Dann gibt es noch einen neuen In-Game, Voice Chat und so weiter und so fort. Ist, glaube ich, erstmal jetzt uninteressant. Und jetzt sind wir bei den Änderungen. Änderungen sind auch nicht immer gut. Ich habe euch ja schon ein paar Änderungen gezeigt, zumal von den Rezepten her. Oder was heißt nicht gut? Sie kommen einem natürlich nicht entgegen und das sollen sie auch gar nicht. So, achso, was ich nochmal gucken will. Es gibt einen Tooltip, wenn man hier rauf geht. Level Progress, also 140, 167 brauche ich, um wieder aufzusteigen. Da zeigt er mir nichts an, der zeigt mir nur den Level an. Okay, das heißt, ich müsste dann, denke ich mal, noch irgendwie ein Rezept anwenden oder noch einen Zombie töten. Da wir hier keine Zombies haben, erübrigt sich das gleich. Guck mal, hier ist ein Backpack. Den schauen wir uns mal an. Und wir haben endlich Stiefel. Jawohl, wir haben endlich Stiefel. Ja. Improved Wellness Feedback to the size of health stamina bars. Reflect your current top capacity along with sound, screen fix, tooltips, bla bla. Das ist das, was ich erzählt hatte. Dieser Balken zeigt die maximale Kapazität an Anfang vom Wellness sozusagen. Nicht? Also ihr seht unten, dass wir jetzt so bummelig halb so viel Energie haben. Es ist zwar 100% auch an Gesundheit, aber es sind eben nur 100% von 200%. So muss man das auch sehen. Och, die Tür ist zu. Schade, oh Scheiße. Das hätte ja auch klappen können. Verdammt. So, jetzt ist die Tür weg. Und hier ist natürlich wieder nichts drin. Bis auf so eine komische. Na gut, immerhin, das, ne? So ein Röhrchen drin. Das passt schon. Also so kann man jetzt modern auch Türen aufmachen, das ist gar kein Problem. Stairs. So, dann können wir hier nochmal reinluschern. Dann machen wir uns hier auch nochmal ein paar Freunde. Achso, der Block geht kaputt, aber die Planken nicht, ne? Nein. Dann machen wir uns halt eine Tür. Alter Schwede. Das wumst schon ordentlich. Okay. Dann machen wir auch nicht mehr die Tür auf. Hier ist doch sicherlich irgendwo auch ein Gun Safe. Natürlich nicht. Hier in dem Haus ist natürlich wieder kein Gun Safe. Ist ja klar. Schauen wir da nochmal rein. Gut, ich will gar nicht hier groß rumlooten. Ich will ja hier meine Patch Notes machen. Na, da gucken wir nochmal rein. Okay. Gut, lassen wir das. Jetzt gehen wir wieder raus. Dann können wir noch ein bisschen Umgebung genießen. Changed lowest wellness bottom capacity to 50. Also, das heißt, ihr könnt nicht unter 50 Wellness fallen. Was aber ja nur ein Viertel bedeutet. Also, wenn ihr mal so überlegt, ihr habt das, wenn ihr das hier euch mal anguckt, das ist ja 50%, beziehungsweise das ist ja eigentlich schon 100%. Nicht? Und das sind 200%, also sind das 100%. Also könnt ihr maximal bis hier fallen. Also, so hoch ist dann der Balken maximal. Ist wirklich nicht viel. Also ihr werdet wirklich schnell, wirklich sehr, sehr schnell sterben. So, was haben wir denn noch? Respawning Players should have full meters of health and stamina. Okay, das heißt, ihr startet dann mit voller Gesundheit und voller Stamina, wenn ihr respawnt, wenn ich das so richtig verstehe. Da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte nach da. Was haben wir noch? Stack Limit on Weapon Repair Kits increased to 50. Also könnt ihr jetzt 50 Weapon Repair Kits könnt ihr stapeln. Das ist doch auch schon nicht schlecht. Driftwood can no longer be picked up, but has to be chopped like a tree. It cuts down much faster through.
Ja, keine Ahnung. Das ist, ich weiß nicht, sind das Driftwood? Ist das dann halt diese toten Bäume, die dann halt manchmal so rumliegen? Weiß ich jetzt nicht, müsste ich nachgucken. Antibiotika, das ist auch nicht ganz unwichtig. Ich überfliege das jetzt am besten mal, würde ich sagen. Und pick mir mal so die interessanten Sachen raus, weil da steht echt noch so viel. Die Fixed-Sachen werde ich auch mal rausnehmen. Es sei denn, es steht da jetzt konkret irgendwas drin, wo ich sagen würde, Mensch, das ist unbedingt wissenswert. Dann kann ich dann so ein bisschen überspringen. Denn wie gesagt, wir sind in Folge 4 und das ist alles ein bisschen. Ja. Only raise your wellness by one on bla bla instead of two. They still add wellness over time. Wellness, also die Antibiotika powern deine Wellness um 1. Vielleicht um 2, schätze ich mal. Oder beziehungsweise um 2, 1 oder 2. Und sie würden halt Wellness weiter über die Zeit dementsprechend dazu rechnen. So liest sich das jetzt für mich. Dann haben wir Player Made Concrete und Cobblestone Walls Drop Destroyed Stone. Drop Detroit Stone when broken. Also okay, wenn Cobblestone und Concrete, wenn die gebrochen werden, dann wird das wohl in Stein gebrochen. Destroyed wird dann halt zu Destroyed Stone, genau. Es wird zu Destroyed Stone. Aber ich glaube, es war bei Concrete der Fall. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Da hat man den kompletten Block dann rausgekriegt. Das macht ja dann irgendwo auch keinen Sinn. Ah nee, bei Concrete. Ist auch egal. Chain Speed Up Making Plant Fibers from Grass. Okay. Sped Up heißt das. Sped Up Making Plant Fibers from Grass. Okay. Das heißt, das haben sie halt eben rausgenommen. Slow Down Making Plant Fibers from Yucca. Das heißt, man ist halt langsamer dabei, halt aus Yucca dann diese Plant Fibers zu machen. Crafting Metal Trussings. Sped Up Crafting of S Metal Trussings. Also. Es geht wohl schneller. Ah ne, das heißt wahrscheinlich, das heißt, man kann es schneller machen. Man kann eigentlich aus Plant Fibers kann man dann auch wesentlich schneller, denn diese können wir mal ausprobieren. Aber da kriegt man ja die Plant Fibers raus. Warte mal. Man kriegt ja die Plant Fibers raus. Nehmen wir diese Stream. Naja, wie dem auch sei. Metal Trussing, Speed Up Stick Crafting and Increased Yield. Also es geht wohl darum, dass die Sachen schneller hergestellt werden können, wenn ich das mal so richtig sehe. Stack Limit of Paper. Also man kann jetzt Papier auf 250 stacken, das ist auch nicht schlecht. Dann kann man auch die Sped Up Gravel Crafting Time. Gravel kann man jetzt auch wohl schneller craften, beziehungsweise auseinander craften. Ihr macht ja dann quasi dieses Pulver draus, wenn man so will. Und was haben wir da noch? Normal Maps for Storage Crates. Updated Normal Maps for Storage Crates. Komme ich jetzt nicht drauf. Normal Maps for Storage Crates. Wurscht. Muss man sich mal im Let's Play angucken. Ich werde mir das eine oder andere sowieso mal anschauen müssen. Ja, komme ich jetzt momentan nicht drauf. Müsste ich mal länger drüber Gedanken machen oder mal googeln. So, Roaming Hordes. Now are small on day one and get bigger and nastier up until day seven. Then the cycle restarts. Ah, okay. Also, wenn ich das richtig verstehe, ist es so: diese ganz normalen Horden hier, mit denen man halt zu tun hat, die sind am ersten Tag noch eigentlich eher so klein und werden dann mit jedem Tag stärker und ekliger, wenn ich das mal so richtig übersetzen kann. Und dann startet dieser Zyklus von Tag 1 dann dementsprechend weiter nach oben. Das heißt, jeder Montag ist erstmal ein bisschen Larifari und jeden Sonntag, da ist dann wirklich hier High Noon angesagt. Da kommen dann halt wirklich viele Zombies und fiese Zombies, wenn ich das so richtig sehe. On day 6, there are roaming dogs to help cue the players that the next day will have the feral hordes coming. Achso, dann kommen Hunde mit Tag 6. Tag 7, Hordes are now full nasty ones, containing Cobs, Dogs, Hornets, like the Wasteland spawns use. Okay, auf Tag 7 kommen dann halt diese Horden, wo wirklich alle dabei sind. Ja, also wirklich das Who is Who der Zombie, der Gilde. Da sind halt die Polizisten dabei, die Hunde sind dabei, diese Hornissen sind dabei. Alles, was in Wasteland auch spawnt, das ist dann auch bei den ganz normalen Zombies da. Und an Tag 8
wird dann dieser Zyklus dann wieder gestartet und die kleinen Zombies, beziehungsweise die Standard-Zombies, Zombie-Horden, die fangen wieder bei klein an und bei echt einfach an. Also kann man sich darauf einstellen, dass man auch unter der Woche jetzt immer einen steigenden Schwierigkeitsgrad hat. Yippie! So, Increated Menu into One Game Scene, which speeds up Game Load Times and allow Video. And ach so, okay, das haben wir ja schon, das habe ich euch schon ja gezeigt, dass es hier, dass ihr jetzt auch im laufenden Spiel hier schon ein paar Sachen ändern könnt. Finde ich persönlich sehr geil. Controls, ja, alles bestens. Alles toll. Finde ich persönlich richtig super. Vorher musste man ja erstmal ins Menü wieder zurück. Das fand ich halt nicht so prall. Das haben wir schon. Now carry junk loot and gun parts and ammo. Corpses now carry junk loot. Also ich denke mal, das wird, damit meinen sie halt sowas wie Büchsen und sowas alles. Und Waffenparts und natürlich Munition schleppen jetzt halt die Leichen mit sich rum. Near fat food found in purses. Also, near, was? Near fat food found in purses. Also, das heißt, ich glaube, in Portemonnaies findet man jetzt auch zu essen, wenn ich das richtig sehe. Now require book or schematic to craft. Okay, das heißt, alle Waffen, also alle Waffen, alle Feuerwaffen sozusagen, da braucht man jetzt auf alle Fälle eine Schematik, also ein Rezept für, um. A Book, beziehungsweise ein Buch oder eine Schematik, also so eine Blaupause ist das. Also eine Blaupause oder ein Buch braucht man, um dann halt Waffen zu craften und zusammenzusetzen. Das war ja eigentlich schon vorher so. Can no longer be crafted. Warte mal. Changed all firearm parts. Part molds can no longer be crafted, but are still in the game. Part Moles. They might be exposed later when Skill Trees are implemented. Okay, das heißt, man kann diese Waffenteile Moles. Was geht hier dann ab? Ist das mitten auf der Straße eine Höhle oder was? Tatsache. Gehen wir mal noch nicht rein, das machen wir im Let's Play. Also, wenn ich das richtig verstehe, also kann man denn wohl diese Waffenteile kann man wohl nicht craften. Also man kann diese Molds nicht herstellen, die Rezepte dafür sind zwar da, aber craften kann man es nicht. Das will ich ausprobieren. Das will ich ausprobieren. So, wir brauchen Lump of Clay. Lump of Clay. Und wir brauchen ein Pistol. Nehmen wir jetzt mal ein Pistolteil. Machen wir nicht so klein denken. So, machen wir das mal so. Dann kann ich das jetzt nicht craften. Jups, 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 jups. Jups und jups. Nee, doch. Oder habe ich das jetzt falsch gelesen? Wo waren wir denn da? Alle Feuerwaffen-Part-Formen können nicht länger gecraftet werden. Can no longer be crafted, but are still in the game. Also die sind halt drin im Spiel und die nehmen sie halt später raus, wenn dieser Skill Tree, also wenn diese Fähigkeiten, dieser Fähigkeitenbaum, wenn der halt komplett implementiert ist. Okay, müssen wir uns mal anschauen. Das werden wir dann auch im Let's Play sehen. Also, wenn das so ist, dann läuft es darauf hinaus, dass man wirklich nur noch Waffenteile finden kann. Barrel, Sniper Barrel Icon to look better when on the crafting table. Okay, die haben dann einfach nur ein Bild geändert, glaube ich, von dem Lauf der Sniper. Dann ein optimierter Wald und geändertes Spektrum. Was weiß ich, was es auch immer ist. Change removed spider zombies from general spawning. Now when you see them, they will always be scout zombies, which can summon a horde
if not killed quickly. Okay. Das heißt, in den normalen Horden sind die Spider-Horde, Spider-Horden, sind die Spider-Zombies nicht mehr drin. Die Spider-Zombies sieht man jetzt nur noch, wenn es tatsächlich Scout-Zombies sind. Also egal, wann ihr jetzt noch Spider-Zombies seht, sofort umbringen, weil die sind natürlich dann in der Lage, eine Horde zu rufen, so wie es eigentlich auch schon vorher war. Nur, dass man auch meistens Spider-Zombies auch irgendwo noch mal im Wald gesehen hat oder so. Das wird jetzt nicht mehr der Fall sein. Was haben wir noch? Dann haben wir Thickened Grass Textures. Okay, da kommen die Texturen, die sie geändert haben. Dann haben wir eine neue Textur für diese roten Blumen, haben wir. Dann haben die normalen Pine Forests, also diese Wälder haben jetzt wohl ein anderes Color, ein neues Farbspektrum bekommen. Und Metallschaufeln graben wohl schneller. Guck mal, da ist ein Schild, da laufen wir noch mal hin. So, und an dieser Stelle werde ich mal einen kleinen Cut machen, weil ich nämlich einmal eine Stadt vor mir habe und zum anderen, ich muss noch mal weiter scrollen. Macht's gut, bis gleich. So, und weiter geht's auch schon. Dann haben sie wohl die Menge geändert, die man braucht, um mit Stein dementsprechend Steinwerkzeuge reparieren zu können. Werden wir ausprobieren. Grass and Color Spectrums, Adding Red Dawn. Okay, das heißt, da haben sie wohl auch so ein bisschen an dem Farbspektrum ein bisschen was geändert, auch gerade bei Sonnenaufgängen. And all areas of random gen, distance checks. In all areas of random gen. Okay. Und da kann ich jetzt momentan so nichts mit anfangen, muss ich nachgoogeln. Distance removed grass blocks from all barns so they display native terrain. Keine Ahnung. All roads in random gen snow biome use snowy road textures. Okay, natürlich klar, im Schneebiom sind dann halt die ganzen Straßen so ein bisschen verschneit, das ist auch ganz klar. Nur when placed and does not stick walls. Okay, das ist nicht so wichtig. Change in Coal Torch Item. Coal Torch Item haben sie rausgenommen. Mineralien. Oh, das ist auch nicht schlecht, wie ich das gerade lese. Hier steht nämlich, dass die Mineralien nicht mehr so findet, ob das Iron Ore ist. Und ach, naja, ihr kennt ja das ganze Material. Das geht jetzt nicht mehr kaputt, wenn man rumsprengt. Also kann man jetzt wirklich nach Lust und Laune, Bett, das würde dich ja freuen. Du kannst jetzt nach Lust und Laune, kannst halt rumsprengen und die Materialien, die gehen wohl nicht mehr kaputt beim Sprengen. Beim Runterfallen wahrscheinlich dann schon eher. Was haben wir denn noch? Wo war ich denn? Da. So remove from an item, bla 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 bla. Unwichtig. All of the spectrums. Okay, da haben sie komplett die Farben alle angepasst. No longer shoal box. Das ist auch okay. Ich lese hier gerade erstmal die Changelogs so ein bisschen durch. Also bitte nicht wundern. Und dann gucken wir mal kurz hier. So, und dann gucken wir dann auch mal gleich weiter. Ja, ich habe mir so ein bisschen gerade mal ein bisschen pausiert und habe noch ein bisschen so rüber geguckt. Im Prinzip alles das habe ich euch schon fast erzählt. Es gibt also noch so ein paar Kleinigkeiten. Und zwar ist es dann zum Beispiel so, dass ihr seht ja hier, das ist die neue Iron Pickaxe. Diese frisst nämlich nur noch 3 Ingots statt 4. Vorher musste man ja eben halt 4, ne, Ingots für so eine Hacke investieren, jetzt braucht man nur noch 3. Ne? Ich meine, ups. Da kann man ja mal wieder ein bisschen sparen. Dann ist es übrigens so, man kann Federn jetzt mehrmals, was heißt mehrmals benutzen? Man kann sie nicht mehrmals benutzen, sondern man kann sie effektiver nutzen. Inwieweit das jetzt so gilt, das weiß ich jetzt noch nicht. Das muss man mal sehen. Auf jeden Fall ist es dann halt so, ihr habt jetzt nicht mehr eine Feder, ein Pfeil, sondern ihr habt das, was eine Feder, drei Pfeile, mal so als Beispiel. Nicht? Also ihr könnt dann halt aus einer Feder könnt ihr mehrere Pfeile machen. Wie viel das müsste man dann halt mal im Live-Let's Play sehen. Das sieht ja auch mal nett aus hier. Krasse Sache. So, was habe ich hier noch? Dann haben sie natürlich, wie ich das auch schon erzählt habe, sie haben mal ein paar Sachen vereinfacht. Man braucht jetzt zum Beispiel keine Sharpstones mehr. Auch das Rezept dafür haben sie rausgeholt. Dann haben sie über. Alter, was ist denn hier los? Fängt das gleich an zu regnen oder was ist hier?
Ah, das ist wahrscheinlich verbranntes Biom. Dann kann ich euch das auch mal zeigen. Das sah ja nun gerade richtig geil aus. Naja, und dann haben sie auch alle Rezepte umgeändert, wo vorher halt diese, wo halt vorher Gras drin war. Das haben sie alles in Gras bzw. in Plant Fibers umgeändert. Und man kann zum Beispiel jetzt auch Torches, also man kann jetzt die Fackeln auf 50 stacken. Das ist schon eine miese Laune hier, muss man ja ganz ehrlich sagen. Und hier seht ihr das auch mal, sieht richtig geil aus. Auch wie die Sonne halt so da durchscheint. So. Wahnsinn. Sieht einfach geil aus, muss ich sagen. Sieht richtig gut aus. Und jetzt muss ich auch noch mal gucken. Small Stones and Steel, bla bla bla. Das hatte ich auch schon alles erzählt. Das hatte ich auch alles erzählt. Bookstore. Okay, das ist auch egal. Das ist eigentlich auch egal. Is only written of a connection is successful. Das ist auch unwichtig. Ja, was heißt unwichtig? Das sind alles so Kleinigkeiten, die jetzt eigentlich nicht so wirklich ins Gewicht fallen. Und ich werde sowieso jetzt mal so ein bisschen abkürzen, weil wir sind schon wieder bei der 21. Minute. Das sind jetzt. Ach, dann. Naja, gut, okay, pass auf. Dann machen wir noch eine fünfte Folge. Ist ja unglaublich. Und da will ich dann nochmal richtig abkürzen, dass wir in den letzten 20 Minuten, dass wir da nochmal, dass ich da nochmal alle Kleinigkeiten. Ich überfliege nochmal kurz hier die Changelog so ein bisschen. Und dann werde ich euch erzählen, ja, was es da noch Veränderungen gibt, was sie gefixt haben. Da werde ich nochmal kurz rüber gucken. Und dann mache ich eine einfache, separate Folge von. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und ich will hoffen, dass ich es in der fünften Folge schaffe, diesen Changelog endlich. Abzuschließen. Ihr seht zumindest schon mal die Fixed-Überschrift. Also soweit sind wir nicht mehr weg vom Ende. Ich denke mal, dass das maßgeblich habt ihr schon gesehen. Also die wichtigsten Sachen habt ihr schon gesehen. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und dann sehen wir uns bei der fünften und letzten Folge wieder von meinen Alpha 11 Patch Notes. Macht's gut und tschüss.